Welcher böse Zauberer hat eigentlich die Inferi erschaffen? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über Lord Voldemort, die Inferi und die Praxis der Nekromantie sprechen. Das Wort Inferi ist der Plural von Inferius und stammt aus dem Lateinischen, was so viel wie unter bedeutet. Die Inferi werden auf Pottermore wie folgt beschrieben. Ein Inferi ist ein Leichnam, der durch den Fluch eines dunklen Zauberers wiederbelebt wurde. Er wird zu einer grausigen Marionette und kann von dem betreffenden dunklen Zauberer als entbehrlicher Diener eingesetzt werden. Das offensichtlichste Zeichen dafür, dass man einem Inferius und nicht einem lebenden Menschen begegnet ist, sind die weißen, trüben Augen. Snape im Halbblutprinzen bestätigt diese Definition. Der Inferius ist ein Leichnam, der durch die Zaubersprüche eines dunklen Zauberers wiederbelebt wurde. Er ist nicht lebendig, sondern wird lediglich wie eine Marionette benutzt, um die Befehle des Zauberers auszuführen. Pottermore fährt wie folgt fort. Die Zaubersprüche zur Wiederbelebung eines menschlichen Körpers sind viel komplexer als die, mit denen man zum Beispiel leblose Gegenstände zum Fliegen bringt. Der Inferius kann verflucht werden, um tödlich zu reagieren, wenn er gestört wird, wahllos zu töten und gefährliche Aufgaben für seinen Herrn zu übernehmen. Neben all dem möchte ich einige Dinge diskutieren. Zunächst einmal möchte ich erörtern, wie genau diese Inferi erschaffen werden. Was hat es mit der Wiederbelebung der Toten auf sich? Dann möchte ich besprechen, wer der ursprüngliche Schöpfer der Inferi ist. Im Allgemeinen bringen wir Inferi mit Voldemort in Verbindung und wir wissen, dass er einige von ihnen erschaffen hat. Aber ist er der ursprüngliche Schöpfer von ihnen oder gibt es da jemand anderen? Ist er für ihre Existenz verantwortlich? Hat er diese Magie erfunden? Wir wissen, dass es in einer Höhle in der Nähe des Meeres, die Tom Riddle als Kind während seiner Zeit im Waisenhaus besuchte, massenhaft Inferi gab. Genau in dieser Höhle hatte Tom Riddle andere Waisenkinder terrorisiert und später das Medaillon von Salazar Slytherin versteckt, einen seiner Horcruxe. Die Höhle erwies sich als der ideale Ort für das Vorhandensein der Inferi und der Halbblutprinz beschreibt Harrys und Dumbledores Begegnung mit der Hölle perfekt. Ein unheimlicher Anblick bot sich ihnen. Sie standen am Rand eines großen schwarzen Sees, so groß, dass Harry die entfernten Ufer nicht erkennen konnte, in einer Höhle, die so hoch war, dass sogar die Decke nicht zu sehen war. Ein nebliges grünes Licht schien in der Ferne, in etwas, das wie die Mitte des Sees aussah. Es spiegelte sich im völligen stillen Wasser darunter. Der grünliche Schimmer und das Licht der beiden Zauberstäbe waren das einzige, was die ansonsten sämtliche Dunkelheit durchdrang. Obwohl ihre Strahlen nicht so weit vordrangen, wie Harry es erwartet hätte. Die Dunkelheit schien auf seltsame Weise dichter zu sein als gewöhnliche Dunkelheit. Dumbledore und Harry hatten also die Höhle gefunden, doch das einzige, was zwischen ihnen und dem Horcrux stand, war ein See. Ein von Inferi verseuchter See trennte den Eingang der Höhle vom Horcrux. Jeder Versuch, einen Beschwörungszauber einzusetzen, um den Horcrux zu erreichen, würde bewirken, dass ein oder mehrere Inferi aus dem Wasser sprangen, um die Wirkung des Zaubers zu verhindern. Wenn das Wasser gestört wird, tauchen die Inferi auf und versuchen, den Eindringling ins Wasser zu ziehen und zu ertränken. Wir wissen, dass Voldemort den See mit Inferi gefüllt hat, als er den Horcrux ursprünglich dort platzierte. Er rechnete nie damit, dass jemand den See jemals entdecken würde, da er mit dem Boot unzugänglich war. Dennoch hat er zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Wir wissen, dass Regulus Black in den See gezogen wurde, ebenso wie Creature. Aber war der See so verflucht, dass jeder, der ihn betrat, in einen Inferi verwandelt wurde? Oder hat Voldemort sie in den Inferi verwandelt, nachdem er ihre ertrunkenen Körper gefunden hatte? Der folgende Auszug aus dem Halbblutprinzen scheint darauf hinzudeuten, dass Harry das vermutet. Doch obwohl ihre durchnässten Lumpen und ihre eisige Haut klaffende Wunden aufwiesen, hatten sie kein Blut zu vergießen. Sie schritten unbeirrt weiter, gefühllos, die geschrumpften Hände nach ihm ausgestreckt. Als er weiter zurückwich, spürte er, wie sich Arme von hinten um ihn legten, dünne, fleischlose Arme, die kalt wie der Tod waren. Seine Füße verloren den Bodenkontakt, als sie ihn emporhoben und ihn behutsam zurück ins Wasser trugen. Er wusste, dass es keine Rettung geben würde, dass er ertrinken würde und zu einem weiteren leblosen Wächter eines Fragments von Voldemorts zerrissener Seele werden würde. Die Inferi, denen Harry und Dumbledore in Harry Potter und der Halbblutprinz in den Tiefen des Sees begegneten, waren größtenteils vagabundierende, obdachlose Muggel, die Voldemort während seines ersten Aufstiegs zur Macht ermordet hatte. Einige von ihnen waren jedoch die irdischen Überreste von Zauberern oder Hexen, die ohne Erklärung verschwunden waren.
Ich verstehe, wo er Harry seine Vermutung nimmt, dass der See ihn als einen Inferi verwandelt, aber es bleibt ein wenig unklar, wie die Inferi in der Höhle erzeugt werden. Ob dies automatisch durch das verfluchte Wasser geschieht oder ob Voldemort sie verwandelte, nachdem er die toten Leichen entdeckt hatte. Harry ist noch jung und dies ist komplizierte dunkle Magie. Es ist also unwahrscheinlich, dass er wirklich viel darüber wusste. Dumbledore, ein viel älterer und mächtigerer Zauberer, wusste es wahrscheinlich, hat aber Harry gegenüber nie einen Hinweis darauf gegeben. Obwohl alles darauf hindeutet, dass der See automatisch Inferi erschafft, habe ich da meine Bedenken. Ich habe immer irgendwie angenommen, dass die Erschaffung von Inferi mehr bewusste Anstrengung erfordern würde. Es scheint ein so komplexes magisches Kunststück zu sein und es würde einen sorgfältigeren Prozess erfordern, denke ich. Möglicherweise gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu erreichen, und es hängt davon ab, wie man diese erforderliche Magie einsetzt. Als nächstes wollen wir uns kurz ansehen, wer der ursprüngliche Schöpfer der Inferi ist. Während Voldemort und die Inferi gemeinsam in einen Topf geworfen werden, gibt es Beweise dafür, dass er nicht derjenige ist, der sie erschaffen hat. Wir wissen, dass er sie nicht erschaffen hat, da ihre Existenz schon vor seiner Zeit bekannt war, nämlich in der Zeit von Gellert Grindelwald, der plante, nämlich eine Armee von Inferi selbst zu erschaffen. Das war im Jahr 1899, viele Jahre vor Voldemorts Geburt. Das heißt also, dass Grindelwald sie erschaffen hat? Die kurze Antwort darauf: Nein. Grindelwald hat nie Inferi erschaffen, weil er nicht wusste, wie man es macht. Er dachte, dass er es mit dem Stein der Auferstehung tun könnte, aber er fand es nie wirklich heraus. Also, wenn es weder Voldemort noch Grindelwald war, wer war es dann? Hier habe ich ein paar Ideen dafür. Meine erste Theorie besagt, dass derselbe Mann, der die Dementoren erschaffen hat, auch für die Inferi verantwortlich sein könnte. Der dunkle Zauber, bekannt als Ecristus. Ecristus ist zwar nicht besonders bekannt, hat jedoch seinen Platz in der Geschichte der Zauberer, da er die schlimmsten dunklen Künste praktizierte, die man sich vorstellen kann. Die Art von Magie, die er ausübte und mit der er experimentierte, ließ die Erschaffung von Voldemorts Horcruxen ziemlich gewöhnlich erscheinen. Über Ecristus ist nur sehr wenig bekannt, außer die Tatsache, dass er im 15. Jahrhundert lebte und ausgesprochen böse war. Niemand kennt sogar seine Nationalität, und selbst wenn sie bekannt wäre, würde niemand stolz darauf sein, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. So böse war er. Ecristus war der ursprüngliche Bewohner der Inselfestung von Azkaban, die heute als das Gefängnis bekannt ist, in dem einige der dunkelsten Hexen und Zauberer ihre Strafe verbüßen. Im 15. Jahrhundert begab sich Ecristus auf eine Reise und stieß dabei auf eine Insel, die zu dieser Zeit über keine nennenswerte Infrastruktur verfügte. Als er dort ankam, war sie eine ganz gewöhnliche Insel, aber bald verwandelte er sie in sein eigenes kleines Experiment für dunkle Künste. Um die Lage der Insel, die sich in der Nordsee befand, geheim zu halten, begann Ecristus damit, Tarnzauber auf ihr zu wirken, sodass niemand in der Lage sein würde, sie absichtlich zu entdecken. Nachdem er die Tarnzauber auf der Insel angebracht hatte, begann Ecristus seine Experimente mit den dunklen Künsten, indem er Muggelsegler auf die Insel lockte und sie dann folterte und schließlich ermordete. Bereits in dem Betreten der Insel war Ecristus geisteskrank, aber nachdem er einige Zeit dort verbracht hatte, wurde er völlig wahnsinnig und verlor jeglichen Bezug zur Realität. Er war so sehr in seine Experimente mit dunkler Magie vertieft, dass er den Verstand verloren hatte und die bedauernswerten Seeleute, die er auf die Insel gelockt hatte, erlebten dies aus erster Hand. Es wurde spekuliert, dass Ecristus in seinem Wahnsinn entweder unwissentlich oder vielleicht absichtlich die Dementoren erschaffen hat, wie wir heute wissen. Angesichts seiner Vorliebe für dunkle Magie und verdrehten Experimenten sowie der Zeit, in der er lebte, denke ich, dass er für die Erschaffung der ursprünglichen Magie verantwortlich gewesen sein könnte, die die Inferi erschaffen hat. Vielleicht hat er sogar Muggelmatrosen in die verwandelt. Meine zweite Theorie besagt, dass ein Zauberer namens Godelot dafür verantwortlich sein könnte. Godelot war einer der ursprünglichen Besitzer des Elderstabs. Er ist nach Antioch der vierte Besitzer, nach Emmerich dem Bösen und Egbert dem Unerhörten. Godelot nutzte den Elderstab, um die Grenzen der Magie zu erweitern, und betrachtete ihn als seinen Lehrer, der ihm bei der Erfindung neuer Zaubersprüche und Experimente half. Tatsächlich verfasste Godelot mit Hilfe des Elderstabs das Buch, von dem wir wissen, dass es in der Bibliothek von Hogwarts existiert. Es behandelt einige der tabuisiertesten Themen der dunklen Magie. Interessanterweise erhält es jedoch keine Informationen über Horcruxe, wie wir aus der Harry Potter-Welt wissen. Angesichts der Tatsache, dass dieses Buch in der verbotenen Abteilung von Hogwarts verfügbar war und mächtige dunkle Magie behandelt, bin ich sicher, dass Voldemort es gründlich studiert hat. Ich glaube sogar, dass Voldemort aus diesem Buch gelernt haben könnte, wie man die Inferi heraufbeschwört und Godelot davor verantwortlich machte. Aber was denkt ihr?
Wer ist eurer Meinung nach der ursprüngliche Erschaffer der Inferi?